Guten Morgen. Ich habe mir heute Nacht das Kompakt-Live-Video angetan vom 30.09.2015. Und mir fehlen die Worte. Ich bin einfach nur entsetzt. Es wird unter anderem dazu ermuntert, sich zu bewaffnen. Wo soll das denn führen? Auch möchte man die Regierung loswerden. Es klingt für mich, als ob da ein Umsturz geplant ist. Es sollen Bürgerwehren aufmarschieren. So der Wunsch. Tja, dann frage ich mich, haben wir keine Polizei mehr? Was ist hier los? Was möchte Herr Elsässer und seine Kumpels erreichen? Wollen die hier uns in einen Bürgerkrieg stürzen oder wie? Ich sag euch, wenn die ersten Schüsse fallen, dann fallen die nächsten Schüsse. Und das geht rum wie ein Lauffeuer. So, ich werde diese Sachen gleich mal mit akustisch mit dem Ton untermalen von der Kompakt. Kleinen Moment. Wie ist denn diese Aussage von Herrn, wie heißt er, Kubitschek zu werten? Hört genau zu. Kann ich denn als verantwortungsbewusster deutscher Vater, Mann noch warten, bis es schlimmer wird? Eigentlich kann ich es nicht. Ich weiß, dass ich es mutig tun muss, weil eben der größte Teil nicht theoretisch belehrbar oder abbremsbar ist, sondern weil da im Prinzip die Faust einmal ins Gesicht muss, damit die Leute aufwachen. Ja, die müssen es einmal am eigenen Leib gespürt haben, was es bedeutet, nicht mehr der Herr im eigenen zu sein. Der Herr im eigenen Land, der Herr im eigenen Haus zu sein. Und dann wachen sie auf. Ja, aber ich kann eigentlich nicht abwarten, das muss ich Ihnen wirklich so sagen. Und deswegen ist es an uns, zumindest eines zu tun, nämlich jetzt, spätestens jetzt, damit zu beginnen, Strukturen zu schaffen, in denen sich die nicht mehr Besoffenen oder die noch nie Besoffenen, als die Nüchternen, ja, und diejenigen, die ein bisschen Vorstellungskraft davon haben, was hier eigentlich gerade abgeht, sammeln können. Und das halte ich für den allerersten dringenden Schritt, dies zu tun. Die Faust muss also aufs Auge. Schön. Und wo endet das? Es rennen nur noch blaue Augen in Deutschland rum, oder? Nein, die rennen nicht mehr lange rum. Die fallen irgendwann um. Für immer. Das ist Ankreiden in meinen Augen Anstiftung zur Gewalt. Nichts anderes. So, Bürgerwehren sollen schon existieren. Was baut sich da auf? Irgend so eine militärische Randgruppe? Ich weiß nicht, was das wird hier. Hören wir noch mal zu. Ich beantworte noch eine Frage und dann übergebe ich an die Soldatenfrage und so weiter an dich. Zu der Bürgerwehr nur eine Sache, das gibt es schon. Also ich weiß jetzt, das ist auch kein Geheimnis, dass es sowas gibt, dass es also in kleineren Städten oder Dörfern durchaus schon Patrouillen gibt. Also die einfach nachts mal gucken gehen, so immer zwei Mann mal schauen gehen, ob alles ruhig ist im Dorf. Weil sich dann in Ostsachsen und in Thüringen und so weiter, Sachsen-Anhalt, das sind die drei Bundesländer, aus denen ich da einiges weiß. Doch Diebstähle, beziehungsweise eben der Einbruch in leerstehende Häuser und so weiter, oder sogar in bewohnte Häuser zugenommen hat. Ich würde jetzt nicht gerade sagen, gehäuft hat oder so, aber zugenommen hat das alles. Und das ist eine ganz natürliche Reaktion zu sagen, wir machen eben Abendspaziergänge, nicht in Dresden vom Theaterplatz aus mit 20.000 Leuten, sondern zu zweit durch unser Dorf. Und das teilen wir ein bisschen auf, von 8 bis 10 die, von 10 bis 12 die. Und wenn wir Kraft haben, dann eben von 12 bis 4 Uhr nochmal zwei oder drei Patrouillen, die da mal gehen und schauen, was los ist. Ja? Ist das gleich eine Bürgerwehr? Vielleicht nicht, aber zumindest ist es so, dass die, glaube ich, jetzt nicht mit dem Wattebausch werfen werden, wenn sie den einen sehen, der im Dorf nichts zu suchen hat. Ja? So, ich muss Ihnen. Also Sie werden nicht mit dem Wattebausch werfen, wenn Sie irgendwas sehen. Na klasse. Also ich weiß nicht, wo das hinführen soll, Leute. Ich denke mal, das ist Aufhetzung zum Bürgerkrieg. Tja,
Und wieso duldet der Verfassungsschutz das Ganze? Fragen über Fragen. Naja, also mein Magen hat sich mächtig umgedreht bei diesem Video. Aber es geht noch weiter. Wenn wir jetzt über das Natürliche sprechen, kann ich nur sagen, historisch gesehen wäre das die natürliche Reaktion gewesen. Das, was wir tun, ist absolut unnatürlich, sich nicht mehr zu wehren. Und wenn wir jetzt über das Natürliche sprechen, kann ich nur sagen, historisch gesehen wäre das die natürliche Reaktion gewesen. Das, was wir tun, ist absolut unnatürlich, sich nicht mehr zu wehren. Sorry Leute, für mich ist das Aufruf zur Gewalt. Was soll hier ablaufen? Es wird auch etwas später in dem Video eindeutig davon geredet, dass man das System stürzen will, die Regierung stürzen will. Sorry, wie kann das angehen? Wie kann so ein Video im Internet kursieren? Es wird anscheinend heute alles geduldet. Da frage ich mich doch, wer sind die Auftraggeber? Dass das alles geduldet wird? Tja, okay. Geht weiter. Ja, der Aufruf an die Soldaten hat, wie gesagt, weite Verbreitung im Internet gefunden. Aber direkt von der Truppe habe ich keine Rückmeldung bekommen. Trotzdem glaube ich, dass der Anstoß nicht verloren gehen wird. Es gab dann auch bestimmte politische Gegner, die haben schon gesagt, sie haben Strafanzeige gegen mich gestellt, weil ich zur Meuterei aufgerufen hätte. Da kann ich nur sagen, auf den Prozess warte ich. Den möchte ich gerne führen. Okay, also Herr Elsässer hat sich schon ans Militär gewandt, versucht dort Gleichgesinnte zu finden. Na, herzlichen Glückwunsch. Also, es wird alles aus den Angeln gehoben. Ach ja, und er freut sich auf Anzeigen. Na gut, tut ihm den Gefallen, bitte. Und es könnten ja auch Bürger auf den Gedanken kommen, wenn die Truppe noch nicht so weit ist, tun wir vielleicht selbst das für die Grenzsicherheit. So. Bürger könnten also auf die Idee kommen, selbst die Grenzsicherung zu übernehmen. Auweia. Jungs und Mädels. Es soll krachen und dieser Mann wird offensichtlich nicht gebremst von oben. Er ruft hier zur Gewalt, in meinen Augen zur Gewalt auf. Er will das System putschen. Interessiert keinen. Wie kommt denn das? Ganz wichtig ist, dass wir nicht sagen, wir wollen den gewaltsamen Umsturz oder solche Dinge. Sondern wir sind die Verfassungsfreunde. Wir verteidigen das Grundgesetz. Und wenn wir sagen, diese Regierung muss weg, dann erfüllen wir ja nur Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes, wo es eben heißt, wenn eine Regierung die Freiheit abschafft, die freiheitliche Ordnung abschafft, die in diesem Grundgesetz fixiert ist, hat jeder Bürger das Recht zum Widerstand. Dieses Recht nehmen wir wahr und die Zerstörer der Ordnung, die Putschisten, die sitzen in Berlin im Bundestag und im Bundeskanzleramt. Nein, auf keinen Fall komme ich auf die Idee, dass da irgendwie ein gewaltsamer Putsch geplant ist. Nein, natürlich nicht. Wer würde denn auf so eine Idee kommen, hecht? Götz Kubitschek arbeitet da schon an einer gewissen koordinierenden Überlegung, die ich auch unterstütze. Wir wollen jetzt heute Abend noch nicht ungelegte Eier legen, aber Sie können sich sicher sein, dass wir da nicht untätig sind und auch im Gespräch sind mit Leuten, die
wichtiger sind als wir kleinen Schreiber sind? Tja, was sollen uns diese Worte sagen? Fehlt eigentlich nur noch die Frage, wollt ihr den totalen Bürgerkrieg? Nee, Jungs und Mädels, ich denke, das ist der völlig falsche Weg. Zur Gewalt aufrufen? Eigene Bürgerwehren? Eigene Grenzpatrouillen? Junge, 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 Junge. Wird schon alles werden. Ich bitte euch, das über diese ganzen Worte ganz genau nachzudenken. Und aus dieser Perspektive dieses Video, auch wenn es weh tut, euch anzugucken. Ich bin nur noch angewidert. Also ich finde das alles jedenfalls nicht mehr lustig. Das hat jede Grenze überschritten. Da braut sich richtig was zusammen. Die Frage ist nur nochmal, warum unternimmt der Verfassungsschutz nichts? Ich möchte die Frage jetzt nicht zu laut stellen. Die Antwort findet ihr vielleicht selber. In diesem Sinne möchte ich jetzt mit diesem Video schließen. Danke für die Aufmerksamkeit.